Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTN Turbo. Und wie man wieder schwer erkennen kann, haben wir hier mal wieder einen wunderschönen Fünfzylinder. Das ist jetzt auch mal ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir hier, ja, gucken wir uns gleich an, tada, unsere wunderschöne Ansaugung drinne, Ladeluftkühler und eine Stage 1. Das heißt, das Fahrzeug hier hat jetzt die 480 PS Variante und ich denke mal, ist jetzt auch mal interessant, da wir jetzt hier mal einen originalen Abgasstrang haben, eine Ansaugung und einen Ladeluftkühler drauf. Ich denke mal, das hat man jetzt so auch noch nicht. Ich denke mal, wird es bestimmt mal noch ein Update geben, aber jetzt zuvor erst mal für euch, dass ihr das jetzt auch mal seht, hört und wie sich das Ganze so fährt, haben wir gedacht, jetzt filmen wir das natürlich auch mal ab, dass wir hier mal den Vergleich auch haben, weil sonst haben wir ja immer nur Abgasanlage drin, ist ja auch verständlich, aber wir wollten es natürlich auch mal euch so zeigen, ist ja auch mal eine coole Nummer. Und natürlich wieder alles wunderschön eingetragen, BTM Leistungssteigerung, Ölwechsel haben wir in dem Fahrzeug noch gemacht, einen großen Service und ein paar Kleinigkeiten noch, also hier waren noch Audi-Ringe in Chrom dran, die Badges haben wir jetzt hier alle in Schwarzglanz verbaut und ja, das war es jetzt eigentlich mal soweit zu dem Fahrzeug. Wie gesagt, sollen wir mal direkt fahren, wie sich das jetzt mal mit OEM-Abgasanlage anhört. Und das Lustige ist natürlich auch noch, das ist eine Nicht-Sport-Abgasanlage. Also hier haben wir dann mal wirklich der komplette Unterschied. Ist es ein OPF oder? Ist ein OPF-Fahrzeug. Das haben wir, eigentlich fast nur OPF-Fahrzeuge, schon mir aufgefallen. Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr vertreten auf dem Markt, weil die Runde oder besser gesagt die DAZA-Generation, wie wir ja so schön sagen, die war ja nicht arg lang. Also da hat man ja nicht so viel produziert. Ich denke mal, klar, jetzt die Partikelfilter-Autos sind natürlich von der Produktion her viel länger gelaufen wie die Nicht-Partikelfilter-Fahrzeuge. Aber macht uns ja nichts aus. Wir können ja beide wunderschön wieder her. Tunen, sagt man ja so schön, so dass die Fahrzeuge auch Spaß machen. Das ist ja das Wichtigste hier. Ja, also, Klappe zu, Affe tot, fahren wir. Also das ist jetzt hier natürlich das Geräusch, wo natürlich jetzt alles übertrifft. Also das ist echt krass. Da müssen wir echt schon ein bisschen lachen, wie wenig tatsächlich aus der originalen Abgasanlage rauskommt. Also bin ich jetzt gerade schon ein bisschen erschrocken, weil ich fahre ja mit den Autos gar nicht mehr so viel mit der originalen Abgasanlage. Also meistens ist es so, kommt zu uns, neue rein und dann fahren wir ja gleich. Aber jetzt hört man das mal wieder, wie krass, sag ich mal, leise jetzt die Nicht-Sport-Abgasanlage. Ich denke mal, die andere ist jetzt nicht gerade arg viel anders, weil da ist ja nur der Mittelschalldämpfer ein bisschen, glaube ich, so viel kürzer. Also das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber was halt hier jetzt cool ist, wir hören halt die Ansaugung aber richtig massiv. Also das ist schon... Ach, vielleicht sollten wir für das nächste Auto, wo wir mal mit Abgasanlage umbauen, das Auto wirklich mal davor filmen, damit man den Unterschied mal hört, weil das ist echt extrem. Ja, ich war jetzt gerade selber auch ein bisschen ne, so, okay, ist doch so leise, also scheiße, krass, gell?
aber dafür Ansaugung und Leistung. Also man merkt sofort, es macht trotzdem nach wie vor Spaß, weil wir haben ja jetzt hier für das Geräusch von vorne viel mehr. Ja, hinten ist ja noch ausbaufähig, aber ich schätze mal, dass ihr auch mal seht, wie das jetzt hier mal so funktioniert. Aber gleich viel emotionaler. Einfach, sobald du ein bisschen Sound entweder von hinten oder von vorne hast, ist es gleich ein anderes Auto. Das ist schon krass. Also, bin da jedes Mal so, geil. Ja, mir gefällt der hier eh wieder auch gut. Ara-blaue Außenfarbe habe ja ich an meinem guten Stück auch. Hier, der ist natürlich jetzt sehr gepflegt, also ich bin fast schon ein bisschen erschrocken. Der hat ja noch nach Neuwagen gerochen. Jetzt habe ich gerade geguckt, das ist 7000 Kilometer, also Hut ab. Sehr schön gepflegt, sehr schon damit umgegangen. Finde ich natürlich immer cool, dass das Fahrzeug dann natürlich bei uns noch ein bisschen veredelt wird. Das sagt man ja so schön. Wir tun ja Fahrzeuge veredeln, das ist ja nicht irgendwie, ja, gibt es natürlich schon andere Sachen auch. Aber ich denke mal, hier haben wir schon jetzt auch eine coole Nummer. Ich denke mal, der Kunde wird sich hier auf jeden Fall, so wie es hier ist, auch schon extrem freuen, weil wir haben Geräusch von vorne, das kracht. Und das ist natürlich auch mal geil. Also mir hat es so auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, vielleicht sehen wir ja das Auto mal wieder hier für eine Abgasanlage, wer weiß. Aber machen wir ja tagtäglich, deswegen... Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, klassische Leier wie immer, aber macht natürlich auch Spaß. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao.